Ich werde dann eh bald einmal die Session beenden, aber jetzt muss ich erstmal noch gucken. Notizen. Trägt Jeans, weiblich, Einzelgänger, schwarze Haare, junge Erwachsene, eine Bluse. Das muss ich nochmal kurz überprüfen. Das ist wie in Kolumbien, da werden einfach Leute mitgenommen. Hier gibt es keine Faxen. Da wird gleich einfach die Fessel genommen und dann. Dann wandert es im Bau. So, verhören müssen wir jetzt eigentlich machen. Ich weiß nicht, ob das kriegen wir hin. Wir werden einfach das Speedrun jetzt machen. Das Speedverhör. Verdächtigen verhören. Und dann haben wir den Fall gelöst. Mal wieder. Sherlock, Tobi hat das alles unter Kontrolle. Heatrakubay. So, wir fangen gleich hier Vollgas an. Volle Programm. Ich zeige keine Schmerzen, sondern nur irgendeinen Müll. Ich werde auch verlängern müssen, weil das wird noch lange dauern. Wir müssen ja die dann noch zum Zelle bringen und alles. Achso, jetzt hat wieder nicht gereicht. Naja, dann werden wir einfach noch ein bisschen einen anderen Scheiß machen. Scheint schuldig zu sein, Geständnis bekommen. Und einbauen hier wieder. Kannst dich gleich zu deinen anderen Kollegen dazusetzen. Fall abgeschlossen. Sie sind eingesperrt. So, Tobi kann jetzt noch irgendwas machen, was er will. Mir egal. Was ist denn der für ein Rang? Streifenpolizist. Ich glaube, damit haben wir auch, glaube ich, angefangen. Oder? Oder ne, das kommt glaube ich noch. Keine Ahnung, ich kenne die Liste nicht so auswendig von den Rängen und den Beförderungen. Schön. 1100. Das wird investiert in Freizeit. Ins Haus. Und eines Tages vielleicht auch einen Umzug. So, ich bin traurig. Ich sitze einfach hier draußen, mache irgendwas anderes. Habe ich das überhaupt geschafft? Nein. Ach, die Dusche ist kaputt, stimmt. Die müssen wir wieder reparieren. Die beiden könnten eh mal ein bisschen wieder reden. Jetzt dann haben wir ein bisschen noch die Chance, bevor wieder der Tag um ist und ich wieder um 6 aufstehen muss. Regt ihr doch nicht auf. So, über Probleme beschweren, nein. Kennenlernen. Um Rat bitten. Hä? Brichst du noch 10-mal ab? Ah, dieser Junge. Was soll ich mit dem machen? Nobi. Yebu. Whoa. Yeah. Emka Floof?
Trina! Leave, leave. Boncha? Dorma Save? Floof Goof? Subneo Gao? Dinorito! Forny Fatoza Bab? Finoi Cho? Peniops? Ah, Bepson Nicole? Yibs! Beba! Dann brauchen wir ein bisschen Platz. Tag, Tag! Oh. Hey. Oh, Kim New. We're not cheap so grave. Me. Quifta. Harp 2. Umbraza. Yips. Yips. Snurbiafa. Harnog. Scraze Wurzen. Chumcha Hino. Zumbor. Swinja Yao Jinjorb! Sensei! Flavin Wanu! Das kann man da Romantik. Das kann man auch fragen? Weiß ich das gar nicht? Ja, ein paar Sachen, glaube ich, kann man gar nicht einfach wissen. Die muss man so oder so einfach irgendwie. Charky Hamblin Grief? Fresh? Mish! Jibs! So, ich sollte Tobi vielleicht mal in Ruhe lassen. Sonst pisst er sich ja noch voll. Hausmannskost, Futterrezept für Hesley kochen. No, das Kleine. Goldig. Aber ich will jetzt nicht um 11 auf Nacht noch den Herd brennen lassen. Weil ich weiß nicht, ob das Tobi da, ob da Tobi wirklich in dieser Lage ist, so was zu tun. Tobi, hier kommt. Achso, ja, ich muss ja mal durch. Da kann ich wieder einen Filter reinschmeißen, das will ich aber nicht. Wir können wieder was kochen, würde ich mal sagen. Also der Tobi, ja, ich ja nicht so. Das ist bei mir so eine Gefahr. Öffnen. Da ist nichts mehr drin. Das ist noch gut. Das ist noch gut sogar. Wieso hat er denn einfach Essen eingesteckt? Wo gehe ich jetzt hin? Ah, ich werde noch um 11 auf Nacht meine Bohrer hier starten oder was? Du bist doch das Wahnsinn. Du gehst jetzt schlafen, du musst morgen aufstehen. So, wie sieht's aus? Komische Geräusche kommen von draußen. Aha, okay. Dobda. Fertig. Und dann kann man noch. Oder muss er noch arbeiten morgen? In 10 Stunden. Sollte erstmal reichen. Da sollte man erstmal rumkommen irgendwie. Was ich aber jetzt nochmal ganz kurz machen will, dass das fertig hat. Oh, das muss man sowieso säubern noch. Jawohl, lololol. Kann Sim seine Muskeln zeigen? So, uah, Alter, was passiert denn hier wieder? Mensch. So, Bodybuilder. Level 10 erreichen, maximal körperliches Potenzial in Sims erhalten. Da hat er irgendwas. Ah, das hat er jetzt aber nicht mehr. Schade, den Wunsch hätte ich gerne ihn erfüllt. Level 10 irgendwie in Dingens werden. Bei der Fitnessfähigkeit. Maximales körperliches Potenzial deines Sims erreichen. Trainiere weiter regelmäßig, um die maximale Muskelmasse zu erreichen. Boah, was? Was für Ziele. Das ist, glaube ich, jetzt das letzte, oder? Von dem. Ja. Sport. Tier hat auch nur eins. Kreativität. Liebtheit, Witzbold. Traumvoller Nachbar.
Erfolgreich andere Sims beraten, um ihr Leben beeinflussen. Gute Freunde werden mit 5 Sims Level 7 der Charisma-Fähigkeit erreichen. Freund der Welt. Partylöwe. 3 Freunde haben. Ach du Scheiße. Oh, ich glaube, der Wäschekorb ist wieder voll. Ja, wir müssen eh beide arbeiten. Von dem, ich muss jetzt wieder ausstehen. Und wieder Speedrun machen hier. Sondern um. Oh ne, heute habe ich ein bisschen mehr Zeit zum Essen. So, mitmachen. Ich will endlich mal befördert werden. Dann lasse ich die Session auch in Ruhe. Für heute. Dann habe ich eh wieder genug aufgenommen für die nächsten 15 Jahre. Also genug ist ja relativ. Er zahlt einfach wieder irgendwas. Obwohl ich ja nicht mal irgendwie eine Chance hatte, das zu verhindern. So, heute ist ja wieder 3 Leute. Kann man die überhaupt schauen? Das schaut aus wie ich. Hat von der Seite aus geschaut wie ich. Curry Swab? Ha! Santa Grave Soba! Huh? Yoba! Ich mein Zustand. Boah. Temperatur. Ohren. Bro, Keeper. Und Augen. Dann machen wir mal den Laufbandtest. Kommen Sie mal mit. Wir haben so ein Laufbandgerät. Alles ist wieder fit hier. Das ist super. Aha, okay. So. Mal rüber da. Jetzt müssen wir wieder gleich rüber. Jetzt müssen wir noch einen Raum weiter. Gleich. Was ist denn hier? Hä? Jetzt bringt den Typ zurück. Dann muss ich das später analysieren und dann diagnostizieren. Und dann können wir mit den nächsten weitermachen. Bumm. Jetzt sind wir wieder hier. Wie viele Leute haben wir denn hier? Ich sehe schon mal 2 Leute. Ich war gerade bei denen im Kleiderschrank. Okay, Moment. Ich muss das jetzt ganz kurz noch klarstellen. Die Eingangstür von dem Haus ist hier. Ja. Und ich bin einfach hier drin gespawnt. Ich war wahrscheinlich da drin versteckt. Das ist eine lange Geschichte. Das will ich jetzt nicht erklären. Das ist, glaube ich, selbsterklärend. Kann ich da jetzt Medizin geben? Medizin geben wir. Trinken Sie das? Sehr gut. So, jetzt sind Sie in der Reihe. Sie leben noch. Sieht auch in Ordnung aus. Trotzdem kriegen Sie von mir einen Shot zu trinken, ja? So nenne ich das hier. Hier, ein Shot. Einfach auf Ex, genau, jawohl. So, wo ist der dritte Täter über? Schon ausgebrochen oder was? Aus dem Krankenhaus oder wie? Ich bin wieder kokett, einfach so.
Bleiben Sie doch mal stehen hier. Gut, dann hau ich mich wieder rein hier, ne? Hausbesuch abgeschlossen. Haben wir doch geschafft noch. Die sind doch nicht gestorben. So, ich bin auf einmal wieder voll wütend. Ich kann ja endlich hier mal auf WC gehen. Und dann muss ich das analysieren von den Typen. Wieso? Achso, weil ich die andere verkuppelt habe. Gleichzeitig bin ich aber wütend, weil es bei mir nicht klappt. Und jetzt bin ich aber wieder... Okay. Oh, es hat... Wurde kein Ergebnis erzielt. Ja, das ist jetzt hier... Okay. Ich mache einfach bei den anderen weiter. Temperatur. Nur noch eine Sache hier. Gut, und jetzt mach, was du willst. Dreh das Viech draußen wieder zusammen. Reg dich wieder komplett auf über alles, über dich. Über deinen Geist, ich weiß nicht, über irgendwas, was dich belastet halt. Keine Ahnung, ich bin kein Psychiater. So, warte mal, ich hau das Viech jetzt um! Weißt du, da warten die ganzen Kinder, da sitzen die ganzen Eltern, die wollen einfach nur behandelt werden. Und dann kommt so ein Arzt rein und dann haut einfach das Viech um. Wie ist denn eigentlich die Freundschaft mit dem Viech? Noch in grünem Bereich, würde ich sagen. Wieso haben wir eigentlich einen Fitnessraum hier hinten? So. Assistenzarzt. Ich hab's geschafft. Okay. Befördert zum Assistenzarzt. Montag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag. Wieder 4 Tage, aber 7 Uhr bis 17 Uhr. Um der Kohle. Was haben wir jetzt ins Familienmittag geschustert bekommen? Ich habe da irgendwas bekommen wieder. Ein Diplom. Ich habe ein Diplom bekommen? Was für was denn? Was habe ich denn geleistet? Weil ich jetzt Assistenzarzt bin? Sehr schön. Das wird hier verewigt. Tobi ist ja noch gar nicht da, stimmt. Ich habe gedacht, ich arbeite heute wieder länger. Oh, und dann müssen wir mal die Maschine hier starten. So, was ist jetzt wieder? Die ganze Wäsche mal zusammensammeln hier. Kannst du nicht schon starten auch? Was wollte er eigentlich machen? Wegwerfen? Ach, das kann ich machen. Den Müll leeren. Einen Computer kaufen. Wir müssen immer den Sim zur Energie geladen bekommen. Wobei ich würde dann einfach mal empfehlen, dass wir einfach mal ein bisschen den Kochkanal schauen. Um ein bisschen was zu lernen. Über das Kochen. Das würde bestimmt seine Angst dann auch zum Feuer ein bisschen mindern. Schade, wieder nicht befördert worden. Du bist traurig. Was lese ich denn da? Ein Buch über Comedy oder was? In Büchern blättern. Levelt man da? Irgendwas?
Habe ich schön gemacht. Das ist ja hier eine Überraschung, oder was? Ich hätte heute frei. Jetzt muss ich 3 Patienten diagnostizieren. Ich hätte heute frei. Es ist wieder Samstag. Den Haushalt anzuschließen, das würde ich so gerne mal machen, aber dafür ist es, glaube ich, einfach noch zu früh. Kommen Sie rein, der Hausherr empfängt Sie schon. Tobi wollte trainieren noch, oder? Ja, der muss richtig Gas geben mit dem Ding. Da war es doch wieder, oder? Ja. Boxen. Richtig reinhauen da. Was? Sie kann nicht rein? Ach, das liegt wahrscheinlich daran, dass unsere Tür gegen dich ist. Da komme ich halt raus. Haha. Anmachspruch. Shit. Hoppla. He's in a row. Oh, Gosha. Hey, Bruce. Oh, cool, Peppa. Ah, ha ha. Mischka. Zweideutiges Gespräch. Oh, shit. Das kann was werden. Yeah. Kills the lame. Mwah. Bash. Mwah. Oh. Ja. Oh, rude. Sneak. Den Tobi sind. Tobi, kennst du dich ja überhaupt aus mit dem Ding? Wenn es knallt, ich kenne mich da nicht so aus, ne? Das kann passieren. Wollt er mich gerade boxen? Der wollt schon aus. Techte. Nein, ach du Scheiße. Baby machen. Let's go. Bitte eine Freundin zu sein. Ich glaube. Ist jetzt zur Freundin geworden. Über Nacht bleiben wir schön. Ich kann nicht. Heiratsantrag. Reicht für den Heiratsantrag nicht aus. Mein Geld auch nicht. Techtelmechtel Interessen fragen. Ich kenne jetzt also die Interessen. Welcher das ist mir eigentlich. Man könnte schon machen, aber ich glaube, das sollte ich jetzt nicht anklicken. Wobei, wir müssten jetzt noch nicht das feiern, zelebrieren, aber ich würde den Balken noch voll bekommen irgendwie. Ich lese wieder irgendwas aus dem Buch aus. Ich lese einfach ab. Prüfen, ob heiß ist. Da bin ich ja.
Du brennst ja richtig. Wisst ihr was, wir klicken uns einfach mal an. Die Romantik reicht aus. Einfach zusammengekommen, geheiratet, fertig. Irgendwann muss es ja passieren. Irgendwann wird es ja passieren. Warum nicht jetzt? Soll ich das noch 100 Folgen lang machen? Soll ich auch gleich dem Haushalt anschließen machen? Hochzeitsfeier planen. Let's go. Ach Tobi, da bist du wieder. Ach, nur 1000. Das geht für 16.000 dann mal. Soll ich das jetzt schon machen? Okay, Ort. Bei uns nicht. Alter. Bedienen? Nein, im Park auch nicht. Museum. Was ist Scheiße? In der Bar. Nachtclub Lounge. Center Park. Wieso kann ich die anderen nicht machen? Lade alle erforderlich. Achso, ich muss davor das erste. Okay. So, Brautpaar, Gast. Zwei Gäste brauchen wir. Sie. Das ist irgendwer. Arbeitskollege. Tobi kann hier Catering machen. Mixer. Woher kenne ich die? Ach, die erkenne ich ja auch irgendwoher von meinen Besuchen. Muss ich die haben? Ist ja egal. Ich finde, der Center Park sieht super aus. Das machen wir jetzt. Aber ich werde das jetzt dann hier nicht in der Session noch durchziehen, weil, Alter, das wäre mir dann zu viel. Das heißt, ich muss beim nächsten Mal irgendwie alles handeln und dann können wir beim nächsten Mal einfach ganz gechillt, ganz gewohnt heiraten. Aber nicht jetzt. Wieso bin ich da mit meiner Arztuniform gekommen? Scheiße. Okay. Scheiße, der ist komplett müde. Kann ich nicht einfach frei nehmen? Urlaub? Ah ne, das müsste ich, glaube ich, erst ab Mitternacht, glaube ich, kann ich das erst machen, oder? Business? Ah ne, doch, geht. Muss mal kurz den Chef anrufen. Die haben alle keinen Bock mehr, die sind einfach alle schon. Einfach alle fertig. Wie lange habe ich denn Zeit dafür? 10 Stunden. Werden wir schon irgendwie hinkriegen. Ist das eigentlich hier irgendwie. Ach, das ist schon alles hier aufgebaut. Toll. Der Park ist ja richtig genau dafür gemacht. Na gut. In der nächsten Session geht's dann rund. Ich bin dafür gerade am Überlegen, weil die Zoe Patel, das ist so eine lange Geschichte mit der und mit mir und so wie auch bei Tobi, gibt es auch eine, die ist bei Großstadtleben dabei, die müssen wir auch immer noch finden, die müssen wir das finden, der Tobi nehmen wir als Freundin oder Freund oder irgendwie Kontakt noch gehabt, die müssen wir irgendwo mal unterwegs sein, die irgendwo finden und dann zusammenziehen, heiraten, das ist auf jeden Fall das Muss, das wollen wir gleich direkt alles zusammenstellen. Da will ich nicht lange drauf warten. Die Sache ist aber die, wir brauchen danach, also wenn wir jetzt zu dritt dann alle erstmal im Haus sind, habe ich erst einmal vor, dass wir das irgendwie so regeln, dass wir vielleicht dann auch demnächst auch einen Umzug planen, irgendwo in die Stadt. Das wird jetzt viel zu tun sein. Auch wenn wir viel Zeit haben, wir werden aber hin und her überall noch umziehen. Das beweist, wie groß das Sims-Display noch wird. Wir sind gerade erstmal bei über 30 Folgen, also steht noch vieles aus, deswegen speichere ich jetzt erstmal hier, speichere hier so einen Spielstand und dann wird es beim nächsten Mal weitergehen. Ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal wieder. Haut rein und tschüss.